Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Omsi 2, der Omnibus Simulator. Wir stehen hier auf dem Map Ruhrgebiet. Und ich möchte heute mit euch die Linie SB16 fahren. Vom Moviepark zum Bottropper zentralen Omnibus Bahnhof. Da hinten sehen wir schon die 188, die hier Endstation hat. Hahaha, ich stehe ja voll im Weg, wa? Bist du aber jetzt nicht reingefahren, oder? Ah, ja, ich weiß es nicht so genau. Ha, sieht nicht so gut aus. Ja, egal. Ich denke mir mal, wir haben jetzt noch gute 6 Minuten. Wir machen den Bus schon mal soweit startklar. Denn das dauert ja auch einen kleinen Moment. Und dann werde ich gleich mal was da erzählen. Nicht wo. So, der Computer fährt erstmal hoch. Dauert ja auch wieder mal, ne? Ist das gar nicht. Dauert alles. Alles ist so. Schnell hier. Alles gemütlich. 9691 ist unsere Login und die 1805 ist unser PIN. Und dann sagt er, ja, ist okay. Dann sagen wir Hauptmenü. Wir sagen RBL. Und wir sagen, wir fahren mit der Linie 16 SS 00000 und wir fahren die 6, weil es ist Sonntag. Wir fahren einen Kurzläufer. Aber regulär fährt ja die Linie sogar hoch bis nach Essen. Nur heute nicht. So, bis jetzt hat noch keiner Lust einzusteigen. Jetzt kommen sie. So. Warten auf Datensatz. Naja, warum er jetzt immer noch wartet, weiß ich nicht. Bitte warten. Wir lassen die Leute trotzdem schon mal einsteigen. Hi, hi. Und während der da arbeitet, falls jemand ein Ticket will, machen wir die einfache Funktion. Was könnte ja dauern? Ist ja eine ganze Ecke hier, ne? 5 Minuten haben wir noch, bis wir abfahren müssen. So, die kommen. Jo, moin, Rally. Die kommen alle hier vom Feiern, ne? Wir haben sich einen schönen Tag gemacht. Achterbahnen, Wasserrutschen und was es da sonst noch so alles Schönes gibt. Hallo. Auf jeden Fall werden wir schon mal sehr, sehr voll. Hallo. Hallo. Ja, ich hätte gerne hier so ein Ticket. Einfach, ganz einfach. Ja, dann kriegst du auch ganz einfach ein Ticket. Hallo. 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 Jo, was geht? Nicht viel. Hier können wir den Ticketverkauf ja so machen, falls noch jemand kommt. Guten Tag. So, die ersten People sind schon mal drin. Rüsten wir den Bus schon mal ein bisschen weiter auf. Oh, wir haben noch einen Gang drin. Genau. Ich bin ja vorgezogen. So, dann ist der Motor an. So, dann kümmern wir uns jetzt erstmal hier um diese Geschichte. Das machen wir so. Das machen wir so. Das machen wir so. Und das machen wir auch so. Nicht wahr? Alles klar. So, warum habe ich mich heute für einen Scania City Wide GN14 entschieden? Ganz einfach. Morphe hat einen neuen Patch rausgebracht für dieses Modell. Ist jetzt in der Version 1.1. Und ich dachte mir, nimmst du diesen? Und dann können wir uns heute mal diesen akustischen Ohrenschmaus, falls es einer sein sollte, schön zusammen genießen. Man muss ja immer sagen, falls. Man weiß es ja nie so genau. So, wir haben jetzt noch 3 Minuten. Ich glaube, wir machen noch mal ein bisschen hier nach vorne. So, 6. 6 ist gut, ne? Warum 7 nach der Abfahrt? Scheint jetzt auch nicht mehr wirklich jemand mitzuwollen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja schon einiges an Fahrgästen hier drin. So, wenn man hier mal hier so rumguckt, ne? Ja. Wir sind schon gut gefüllt, muss man echt mal sagen. Gehen wir mal nach hinten. Ah, guck mal hier. Ah, oh, Ratter. Der schnurrt. Guten Tag. Guten Tag. Auf den letzten Drücker hier, ja? Einsatz
Einen Einzelfahrschein. Na, wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. 2,70 Euro. Bitte schön und 30 zurück. Das läuft ja. So, jetzt sind sie alle da. Im Spiegel sehe ich keinen mehr. Dann machen wir die Tür jetzt mal zu. Und ich kann nicht fahren, weil wegen ist nicht, ne? Achso, ja, hier. Sollte man auch rausholen. Und wir können immer noch nicht fahren, weil wegen ist nicht, oder wie? Okay, machen wir das ganz einfach. Wir pushen den Knopf hier. Ach, ich habe keinen Gang drin. Das ist dazu. Ah, guten Morgen. Gang sollte man einlegen. So, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Hier gehen wir schon mal weit rüber. Da kommt nichts. Und dann können wir lostigern. Ja, was hier los ist, doch. Nächste Haltestelle, Feldhausen Bahnhof. Genau. So, ja. Der schaltet auch schön weiter. Und hier erkennen Sie mal wieder meine Vorfahrt nicht an. Aber er. Ich werde ja bekloppt. So, der Scanner ist dann ausgestattet mit einem ZF-Ecomaten. Und ist wirklich, also ich kriege die Karre nicht so wirklich eingeschätzt. Aber machen wir mal ein bisschen Standlicht an, ne? Weil gehört sich ja für einen anständigen Busfahrer. Klingt schön. So, jetzt kommt dann schon wieder so eine wunderbare, schöne Ecke. Hier kannst du direkt wieder richtig ausholen. Weil wenn hier nämlich jetzt einer kommt, haben wir nämlich ein großes Problem sonst. Aber funktioniert, das ist schön. So, wir hören das Gelenk schön pfeifen, gefällt mir auch sehr gut. Nächste Haltestelle, Vikarskamp. Wir haben schon gut 2 Minuten Verspätung. Der fährt mir jetzt rein, pass auf. Sofort anhalten. Ja, da hat er mich erwischt. Also das ist die KI, also meine Fresse. Egal. Ja, was willst du machen? Die KI, die ist halt KI, ne? Öffnen wir alle Türen, lassen wir die Leute einfach raus. Auch nicht so schlimm. Hi, hi. Hi, hi. Machen wir hier vorne schon mal wieder zu. Guck mal, was der jetzt wieder alles aussteigen will. Naja. Ja, diese KI, also... Bah. Wunderbar, dann ist die Tür jetzt zu. Ja, da haben wir jetzt einen großen Bus mit wenig Fahrgästen. Auch nicht so schlimm. Wir wollen ja den Bus hören. Nächste Haltestelle, Hohes Feld. Oh, Shepper Sounds kann ich jetzt auch nicht gerade meckern.
Boah, fährst du scheiße. Was ist denn jetzt los? Okay, mir ist hinten einer reingefahren. Warum fahren Sie so schlecht? Ich fahre nicht schlecht. Ich fahre ergonomisch angepasst. So. Störung Außenbeleuchtung. Wollen wir mal gucken, kann ich das reparieren, wenn ich den richtigen Knopf drücken würde? Ohne dass ich jetzt hier Zeit verloren bekomme. Ah, sieht so aus, hoffentlich. Ja, das geht. Aber so einen flotten Blinker wollte ich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit haben. Und du willst nicht mit? Okay. Naja, ich meine, geht ja gut los, ne? Wie man so sieht. Ne? Direkt ein Unfall und hier und da, naja. It's OMSI Life, baby. Nächste Haltestelle. Kuhberg. Gerade ganz schön am Nachladen teilweise. Die will auch nicht mit. Warum will die nicht mit? Naja. Ah ja, stimmt. Die 188 fährt ja hier auch. Hätte ich jetzt wieder fast vergessen. Ja, hier siehst du auch viel, nämlich rein gar nichts. So, Manni will auf jeden Fall mit mir mitfahren. Dann lassen wir Manni auch einsteigen, oder? Hallo Busfahrer. Hallo Manni. So, weiter geht's. Nächste Haltestelle im Kamp. Ja, da sind wir gerade abgefahren. So, hier haben wir erstmal Stau an der Ampel. Gib mir die Gelegenheit, mal eben was zu trinken. Das ist auch nicht so verkehrt. Wir sind ja noch eine Weile unterwegs. Okay. Mal eben kurz gerade die Nachrichten gecheckt. Und manche Leute checken alle fast später, wie ich so gerade so mitbekomme. Eine Information, die ich schon seit heute Morgen habe, wird jetzt gerade mal so nebenbei erwähnt. So, was ist denn da los, bitteschön? Ja, am Hamburger Flughafen ist Stromausfall. Warum, wieso, weshalb, das weiß noch keiner so genau. Also ich weiß es nicht. Hab's jetzt auch nicht wirklich weiter verfolgt. Vielleicht haben die auch ihre Stromrechnung nicht bezahlt. Wer weiß, würde mich nicht wundern. Ja, aber aus der Vergangenheit, da gab's ja auch mal eine schöne Meldung. Da habe ich mich köstlich drüber amüsieren können, dass die Polizei nicht in der Lage ist, ihre Rechnungen zu begleichen. Ein bisschen armselig, oder? So, wir sind sehr weit gekommen, 5 Meter irgendwie. Wir haben jetzt schon 3 Minuten Verspätung. Oh, boah, wenn das dann so weitergeht, haben wir dann hier irgendwann 6 bis 7 Minuten Verspätung. Und werden nie im Leben irgendwo pünktlich ankommen.